Dies ist das 250. Video auf kultivierte Tresenwesen und zur Feier des Tages mache ich heute für euch eine Eigenkreation von mir mit durchaus außergewöhnlichen Zutaten, den Haitian Hulk. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian. Und als ich mit diesem Kanal angefangen habe, war nur eine Handvoll Videos geplant, um Interessierten den Einstieg in das schöne Hobby der hochwertigen Cocktails zu erleichtern. Dass es einmal 250 und hoffentlich noch ein paar mehr Videos werden, hätte ich damals nie gedacht. Für dieses nun 250. Video habe ich als Cocktail eine Eigenkreation von mir ausgewählt, die mit eher ungewöhnlichen Zutaten daherkommt, besonders wenn man an Produkte für die Hausbar denkt. Seht's mir also bitte nach, wenn euch zum Nachmixen des Drinks dieses Mal vielleicht nicht nur eine, sondern möglicherweise sogar alle Zutaten fehlen. Entstanden ist der Drink Ende September 2023 beim Herumprobieren mit dem Bandung 22. Das ist ein Likör, bei dem indonesische Pandanblätter in Alkohol mazeriert werden und der zudem noch Aromen von Kokos, Vanille und auch eine gewisse Nussigkeit mitbringt. Bei der Kreation des Drinks habe ich mich der sogenannten Mr. Potato Head Methode bedient, bei der man das Template eines anderen Drinks nutzt, um darauf durch den Austausch von Zutaten einen neuen Cocktail aufzubauen. Ich habe hier den Water Lily Cocktail von Richie Boccato als Grundlage genommen. Das Video dazu findet ihr jetzt hier oben. Der ist einer meiner Lieblingsdrinks und hat dank Creme de Violette eine charakteristische intensiv lila Färbung. Anstelle des Creme de Violette nutze ich eben ja den Pandan-Likör und weil ich schon dabei war, habe ich gleich auch alle anderen Zutaten ausgetauscht. Statt des Gins nutze ich Clarin. Das ist eine Zuckerrohrsaft-Spirituose, ähnlich Rum Agricole aus Haiti. Und so erklärt sich dann auch der Name Haitian Hulk. Im Water Lily kommt noch Orangenlikör zum Einsatz. Ich nutze stattdessen heute den Drei Curaçao Yuzu von Pierre Farron. Das war eine Special Edition mit der asiatischen Yuzu-Frucht. Und den Zitronensaft habe ich gegen Super Saba getauscht. Das ist eine klare Säurequelle und so wird der Drink am Ende nicht trüb und er kann gerührt werden. Wie immer findet ihr alle von mir heute verwendeten Zutatenwerkzeug und Glasware im jetzt hier oben verlinkten Tresenwesen Homebar Shop beziehungsweise unter dem Video. Ja, wie ich sagte, der Drink wird gerührt. Wir brauchen also unser Rührglas. Wir haben hier einen Jigger in Zentilitern. Und wir beginnen mit dem Super Saba und davon brauchen wir 2 Zentiliter. Die gleiche Menge von unserem Pandanlikör. Und ebenso 2 cl von unserem Yuzu-Likör. Ja, und von unserem Clarin 3 cl. Der Water Lily ist ein Equal Parts Rezept, also 2 cl von allen Zutaten. Ich wollte hier den Rum, also den Clarin, ein bisschen stärker betonen. Deshalb 3. So, dann füllen wir unser Rührglas mit Eis. Wir schnappen den Barlöffel, geben ihn innen an den Rand des Glases und rühren unseren Drink halt. Das Glas ist beschlagen und kalt, dann ist der Drink soweit. Wir geben den Hawthorne Strainer hinein. Wir schnappen uns hier ein vorgekühltes Nick & Nora und dann können wir den Drink abseihen. Als Garnitur gibt es eine Zitronenzeste, die ziehen wir uns hier frisch runter. Dann geben wir jetzt schon mal die Öle über den Drink.
So, und dann können wir die Zeste einfach zu optischen Zwecken noch ein bisschen zuschneiden. Wir schneiden die Ränder gerade. Jetzt haben wir dann hier so ein Parallelogramm. Das legen wir einfach oben auf den Rand. Und ich habe hier für euch meinen Haitian Hulk. Ja, wie immer die obligatorische Bitte, bevor ich den Drink gleich probiere. Wenn ihr häufiger meine Videos schaut, wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann lasst doch gerne ein Like da. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Es sind wenige Klicks für euch, es kostet nichts, aber es hilft dem Kanal. Ebenso wie kommentieren übrigens. Und ich sag danke dafür und probiere jetzt für euch den Haitian Hulk. Cheers. Ein sehr frischer Drink. Schönes Spiel aus süß und sauer. Der Yuzu-Likör kommt schon wirklich deutlich raus, genauso wie der Bandung. Und beide Liköre haben einfach einen außergewöhnlichen Geschmack, der Bandung mit dieser cremigen, süßen Nussigkeit. Wir haben Gewürze, Vanille, Zimt. Im Abgang jetzt wärmend der Clarin mit seinen grasigen, fruchtigen Noten, Zuckerrohr. Also, für mich ist das eine ganz stimmige Kombo, toller Sommerdrink, außergewöhnliches Geschmacksprofil, eine Optik, die ebenso außergewöhnlich ist, die, wenn man ehrlich ist, ein bisschen ungesund aussieht, aber das macht dann irgendwie auch den Reiz und die Überraschung des Drinks aus. Ja, also, wenn man ihn noch ein bisschen kräftiger haben will, dann könnte man den Clarin, denke ich, auch noch um 1 cl erhöhen. Ist dann die Frage, was man will. So ist es wirklich ein komplexer, aber gut balancierter Drink, der mir ganz gut gefällt. Aber ich habe mir ja schließlich auch selber ausgedacht. Deshalb würde es mich sehr interessieren, falls jemand doch die Zutaten zu Hause hat und den nachmischt. Ja, wie er euch gefällt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das möchte ich doch gerne wissen. So viel für heute. Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal nach unserer Kanalmitgliedschaft. Die gibt's unter dem Video und da könnt ihr uns mit einem kleinen monatlichen Beitrag ganz besonders unterstützen. Oder ihr folgt unserem Instagram-Channel. Die gibt's jetzt noch hier oben. Im Abspann verlinke ich euch die Playlist mit weiteren Original-Cocktails von mir, also Drinks, die ich mir ausgedacht habe. Ich bedanke mich fürs Zusehen heute und ich freue mich sehr auf die nächsten 250 Videos. Macht's gut, bis dann. Cheers.